nicht ehrlich, content-technisch. Ich sehe da zwar, dass hier an Kings und so machen immer irgendwie mal jeden Tag Nuke-Tries und so, Ersin und Incub und so, Digga, aber pff, boah, also da bin ich, also es geht auch bei mir erstens nicht, weil was bei mir buggy ist, aber Bruder, das ist so boring alles. Moin Iri, was geht? Exorzismus von Emily Rose ist aber auch ein Brett. Also ich muss ehrlich sagen, so Exorzismus-Stuff kann ich sogar schon verstehen, wenn man da so ein bisschen skeptisch ist. Bro, wo kam der denn her? Oh, ich hab den Null gehört, Digga. Wo kam der denn her? Holy shit. That's kinda crazy. Ja, es ist auch gut, tut auch gut vier. Heimat ist schon was Schönes. Vor allem, ich freue mich so, wenn ich. Muss dann mal gucken. Ich werde dann wahrscheinlich Ende des Monats werde ich nochmal auf mich verzichten müssen, weil ich dann nochmal zu meinen Eltern gehe, weil dann ja Oscar kommt. Oscar. Neue Feini. Ja, ich hab nicht mal gerade, also ich hab gerade nicht mal was laufen, glaube ich, Max. Also ich hab glaube ich Afterburner, ich hab da noch so Profile, wo prinzipiell noch mehr geht und so, aber ich hab meinen PC eigentlich immer ganz leicht overclockt nur laufen, wenn überhaupt. Weil ich finde, wenn du die ganze Zeit auf Dauer, ne, alles übertaktest so, nimmt es schon was von der Lebenszeit gefühlt. Also, weißt du, wie ich meine? So auf Dauer. Auf Dauer merkt man es dann doch schon, egal wie gut die Hardware ist. Wenn du die ganze Zeit übertaktest, so, dann leidet schon oft die Langhaltbarkeit so ein bisschen darunter. Und das es gibt, also ich finde, es gibt halt nicht so wirklich den Mehrwert halt, ne? Aber du weißt doch, ich habe ja auch die XTX drinne bei mir, ne? AMD ist halt auch einfach, da jetzt nicht als Partner-Chat, ich weiß, ihr wisst ja, ich bin schon länger AMD-Partner, aber AMD ist halt auch einfach, was FPS sind, vor allem in COD angeht, ist halt insane, ne? Also in Warzone, das ist halt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe ja nicht mal krass gerade was eingestellt, ne? Ich laufe ja mit 300, je nachdem 400 FPS rum. Oh, bin ich hier alleine in der Lobby mit Twitch, Nexia TV oder warum sehe ich die ganze Zeit nur diesen Typ? Bro. What is going on, man? What is going on? Der Warzone ist safe die beste Karte, ja. Bin mal gespannt jetzt, also im Multiplayer in der Beta sahen FPS auch schon echt knackig aus. Bro, also Twitch Nexia, also was hast du denn da gerade bitte gemacht? Also holy shit. Komplett gekracht hat's da. Zack, zack, das hier hin. Zack, zack, zack. Zocken heute Alan Wake, Bro. Kürzer, du kommst manchmal auf so komische Sachen. Warum sollte ich heute Alan Wake spielen? Und warum soll ich es auf der höchsten Schwierigkeit spielen? Ich habe das Spiel mir nicht mal gekauft und ich habe es auch nicht vor zu zocken erstmal. Wir haben Layers of Fear angefangen. Wir gucken mal, wir spielen ein bisschen Warzone heute noch und dann spielen wir vielleicht nachher ein bisschen Layers of Fear weiter. Digga, so random einfach. Der Sophia sah nicht schlecht aus. Moin Brody, moin Becky, was geht? Deswegen, mal schauen. Let's see, let's see. Leute, ich habe noch nie gesehen, dass hier so ein Depot ist einfach, hä? Hier ist dein Feind. Ich habe genau den PG27 AQN. OLED. OLED ist halt, ja, also gibt's halt, 240 Hertz ist halt 27 Zoll, ne? Ja, ich hab halt so einen ganz speziellen, ich hab so einen, der quasi, der kann 25 Zoll auf fast 2K. Es ist halt irgendwie, die Auflösung ist dann nicht 2500 mal 1440,
sondern ist irgendwie so 2360 mal 1300 oder so. Aber das ist halt quasi fast 2K und es ist halt 25 Zoll und ich habe jetzt hier auf meinem Monitor links und rechts so schwarze Rahmen. Ist eigentlich ziemlich cool, so wie beim Mac oder so. iMac, glaube ich, hat das auch. Und deswegen habe ich den hier. Und das funktioniert dann in so Spielen wie Warzone oder COD sehr nice. Das heißt, ich komme quasi in den Genuss von 2K sozusagen oder fast 2K. Oh, das hätte doch mehr geil gewesen. Und ja, habe halt trotzdem quasi 25 Zoll, weil ich finde, klar, im Endeffekt ist es irgendwie auch Gewöhnungssache. Aber ich finde 27 Zoll doch dann irgendwann schon anstrengend für meine Augen. Vielleicht bin ich da aber auch einfach ein bisschen gebeutelt, weil meine Augen eh schon ohnehin schlecht sind oder so. Aber ich finde, ich muss da immer zu viel links-rechts schauen. Das ist halt bei 25 Zoll ist ja quasi wie 24 minimal größer und ich habe quasi alles besser im Blick so irgendwie. Ich weiß nicht, klingt vielleicht weird, aber ja. Wenn ihr den Monitor vor euch hättet, wüsstet ihr, was ich meine. Weil ich will auch nicht mehr auf 2K verzichten. Und jetzt kommt eigentlich der eigentliche Knackpunkt, wieso, weshalb, warum ich den habe. Ich kann halt, der hat halt diesen 25 Zoll fast 2K Modus. Und der hat aber auch 27 Zoll wirkliches 2K. Das bedeutet, ich spiele ja sehr oft Story Games oder auch Singleplayer oder sowas. Und da kann ich dann einfach mit Knopfdruck auf 2K wechseln und hab halt das in 27 Zoll, was halt unnormal geil ist, ne? Für so Games wie Elden Ring oder so, ne? Da ist natürlich 27 Zoll ein Must-Have, so gefühlt. Okay, was ist das für ein Leck gewesen? Oh fuck. Deswegen, das ist für mich optimal. Zahlt auch, bezahlst du aber halt auch, ne? Ist halt echt sehr teuer. Ah, lol, er ist davon gestorben. Also ich habe jetzt für den gezahlt 1,3 oder so, ne? Das ist halt auch echt, also von Overlord, ne? An Preis so. Würde ich mir jetzt, wenn ich es nicht beruflich machen würde, und ich das ja auch dann irgendwie wieder, ne, steuerlich und so, generell hätte ich mir den wahrscheinlich auch nicht geholt. Aber mir ist es ja quasi Arbeitsmaterial, ne? Ich sitze ja jeden Tag davor. So, wenn ich jetzt Gelegenheitszocker wäre, will ich mich wahrscheinlich an 27 Zoll einfach gewöhnen oder wird es dann halt Dings machen. Einfach einen Uncut aus der Luft geschossen. Witzig. Au. Deswegen. Sehr speziell, ja. Also ist auf jeden Fall sehr speziell, aber wie gesagt, für mich habe ich einfach beschlossen, dass es schon Sinn macht, prinzipiell. Uncut Black Phantom. Alles gegeben, der Bre. Danke für die Subs, lese ich sofort vor. Maurice, danke noch hier für den Gegiften, den habe ich noch aufgeschnappt. Und Iceman, danke dir für die 9 Monate. Mein Bro. Moin Knoxville, mal Volavo. Oh, das sind Uncut-Gegner. Also, der hat ja Uncut im Clan. Ich glaube schon, dass der ein echt ist. Ich glaube schon, dass der echt war. Ich wüsste nicht, warum man sich sonst Uncut in den Namen schreiben sollte. Und Cracky, danke für 38 Monate, mein Brudi. Danke für den Fall, mein Shadow. Also am liebsten hätte ich natürlich 24 Zoll einfach 2K, aber ich glaube, das ist technisch nicht möglich. So habe ich das damals verstanden. Ich glaube, dass nämlich 2K hat ja doppelt so viele Pixel wie Full HD. Also wie 1080p. Und das Problem ist, dadurch, dass du halt die doppelte Pixeldichte hast, lässt sich das physikalisch irgendwie nicht umsetzen. Also es ist halt nicht genügend Platz auf dem Monitor, damit man 24 Zoll und 24 Zoll und 2K haben kann. Das funktioniert halt nicht. Dafür braucht man halt mindestens dieses Ding.
Da bin ich ja mal ganz entspannt gestorben. Lass uns mal die Killcam angucken. Das lag bestimmt nicht am Headshot-Multiplikator oder am Ping. Let's rewatch this. Der Headshot-Multiplikator in dem Game. Ich war einfach schon tot, als er zwei Kugeln auf meinen Kopf getroffen hat. Genau, und das ist halt so ein bisschen der Downside, ne? Den Zeitgeber. Also es geht halt nicht. Da wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern, weil es halt irgendwie nicht umsetzbar ist. Ja. Deswegen. Dankeschön, Tobias, mein Freund. Dankeschön, Dankeschön. Alter, da sind ja irgendwie 1000 Leute oder so direkt neben mir, hä? Einer wird jetzt hier kommen. Ich weiß es genau. Warum schießt der nur auf mich? Der Sieg ist möglich. Kein Treibstoff mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Das ist so eine Süßis. Der eine, der mich gekillt hat, der ist aber sweaty. Deswegen, ich weiß nicht, ob das der hier ist. Oder der jetzt da hinten so weit ist. Guck mal, es ist sogar er hier, ne? Ne, ist er gar nicht. Warum genau kann ich da jetzt nicht wallbangen eigentlich? Hm? Oh, er schießt irgendwie mit Granatwerfer auf mich, oder was? Oh, er braucht einen Challenge, nämlich. Komm, lauf, mein Bre. Will er nicht laufen? So, weil er ganz hinten rumgelaufen ist. Weiß gar nicht, ob man hier hochkommt. Ah, da kann er durchschießen, oder was? Gefällt mir eigentlich nicht die Pose, die ich hier habe. I don't like that. Der Mann spannt alles an da hinten, der Pre. So am Snaken da. No way, dass die Date nicht trifft. Mittleres Kaliber wäre jetzt nett. Der war ja schlecht, what the fuck. Dass der letzte so ist und der davor war ja komplett cracked. Der mich da zweimal fast getötet hat. Ja, er war ja so ein. Der vorletzte, der den Delskin hatte, den ich sogar gedownt. Der war ja komplett süchtig. Hätte mich interessiert, wie viele Kills der gehabt hat. Der war echt krass. Der danach, Glück nicht mehr. Mario hatte ich hier, den habe ich nicht gesehen, Mario. Danke noch für die 11 Monate, mein Freund.
Maurice hatte ich, Cracky Iceman hatte ich, Butters noch mit 3 Jahren. Dankeschön, Butters, was geht? Moin, moin. Batman, danke noch für die 21 Monate. Und Olaf, dankeschön für 21 Monate. Vielen Dank für diese Party und amüsanten Streams. Chris, danke auch für die Einblicke aus LA mit Stream und auf Insta. Ach, Digga, brauchst du dich dafür nicht bedanken. Schöne 30er-Bomb.